Beständig zu bleiben hat in den letzten Wochen eine völlig neue Bedeutung bekommen. Das, was vorher weitestgehend normal war, gab es so nicht mehr. Zweimal in der Woche die Lehre der Apostel, also das Wort Gottes zu hören, die Gemeinschaft, das Abendmahl, das gemeinsame Gebet, insbesondere das Unser Vater, zu erleben. Was ist davon geblieben in den letzten Wochen? Ist es uns leicht gefallen, beständig zu bleiben? Hatten wir Schwierigkeiten? Haben wir vielleicht neue Beständigkeit gelernt? Ist es vielleicht auch gut gewesen, dass etwas nicht beständig war nach unserem Verständnis, um uns der Bedeutung der genannten Elemente erneut bewusst zu werden? Oder gab es vielleicht auch neue Wege und Impulse, um beständig bleiben zu können? Für mich zum Beispiel war es eine Herausforderung, ohne das Abendmahl durch mein Leben und meinen Alltag zu gehen. Wie bewegend und wertvoll war es, dieses am letzten Sonntag das erste Mal wieder erleben zu dürfen, die Gemeinschaft und die Nähe zu Jesus noch spürbarer wahrzunehmen und neue Kraft zu tanken. Beständigkeit hat nichts mit Routine zu tun. Beständigkeit heißt auch mit Aufmerksamkeit und Bewusstsein dabei zu sein. Ein Beispiel ist das gemeinsame Gebet Unser Vater. Wie schnell ist es gesprochen mit allen zusammen? Als Routine. Und wie oft ist man vielleicht nicht bei jedem Wort oder Satz dabei, einem vielleicht nicht bewusst, was bete ich da eigentlich gerade? Eine Möglichkeit ist es, sich einmal in Ruhe damit zu beschäftigen und sich für jeden Satz zu überlegen, was verbinde ich damit? Was meine ich damit, wenn ich diesen Satz bete? Dann kann man sich im Gebet in der Gemeinschaft damit verbinden und bewusster beten, auch wenn es immer dieselben Worte sind. Jetzt, wo sich langsam wieder eine neue Normalität entwickelt, gilt es, die Beständigkeit vielleicht in einer neuen Weise wahrzunehmen und die eigene Beständigkeit weiterzuentwickeln. Bereits im zweiten Buch Mose sprach Gott zu ihm sinngemäß: Führe mein Volk aus der Gefangenschaft. Die Ausführung dieser Aufgabe hat Bestand bis in die heutige Zeit. Weit nach Mose wurden von Gott berufene Apostel auserwählt, um seinen Weg fortzuführen und um uns hinaus aus der Gefangenschaft, in der die Menschen zu jeder Zeit leben, hinein in die Freiheit, nämlich ein ewiges Leben in Gemeinschaft mit Gott zu führen. Und auch wir sind angehalten, uns heute durch den stetigen Ruf der Apostel mitreisen, inspirieren zu lassen, im Werke Gottes mitzuwirken, um das große, schöne Ziel zu erreichen. Schnelllebige Zeit. Immer wieder hören wir diesen Ausdruck. Und tatsächlich sorgen die vielfältigen Angebote unserer Zeit und der leichte Zugriff auf diese, dass wir sehr schnell von einer Beschäftigung zur nächsten wechseln können. Wir lesen Blogs, hören Podcasts, sehen Vodcasts, verabreden uns spontan über WhatsApp und sagen wieder ab. Schaffst du es da, mal beständig an einer Sache dran zu bleiben? Mir fällt das schwer. Und wie sieht es mit deiner Beständigkeit im Glauben aus? Bist du beständig darin, an Jesus zu glauben und auf seine Wiederkunft zu warten? Bist du beständig im Gebet? Bist du beständig in der Gemeinschaft? Nimm dir doch heute mal vor, ab jetzt regelmäßig in deiner Gemeinde mitzuarbeiten. Spiele etwas auf deinem Instrument vor. Oder organisiere Treffen deiner Jugend, gerne auch online. Hilf bei der Reinigung eurer Kirche. Oder kümmere dich um die Harmonie in deiner Gemeinde, indem du Jung und Alt zusammenbringst. Hast du eine Idee? Dann setze sie um. Beständig. Das Leben besteht eigentlich immer aus Veränderungen. Gerade in der heutigen Zeit ist es normal, dass es immer wieder neue Dinge gibt, die noch besser sind als die vorherigen. Der Glaube an Jesus und daran, dass er wiederkommt, bleibt immer gleich. Das gibt Sicherheit. Auf Jesus
können wir uns verlassen. Deswegen heißt es aber nicht, dass es langweilig wird oder dass sich nichts ändern darf, sondern dass die Kernbotschaft von der Liebe Gottes immer gleich bleiben wird. Und das ist das wirklich Wichtige. Nicht die weltlichen, sich verändernden Rahmenbedingungen, sondern der Inhalt. Und der hat sich nie verändert. Jesus wird wiederkommen.